Ihr habt wieder eingeschaltet zu The Evil Within. Wir waren auf der Suche nach Leslie und sind hier in der Gegend angekommen, die voll ist mit Zombies. Wir sollten am besten unsere Lampe ausmachen. Ich hoffe mal, wir können uns an den hier anschleichen. Aber das sollte. Ah, da hinten ist noch einer. Und zack. Das hat so geklappt, wie ich wollte. Yes, yes, yes. Also da hinten geht's weiter. Wir schauen uns erstmal hier oben in dem Bauernhaus um. Und ich höre schon wieder einen. Da ist er. Ah, schön erwischt, schön erwischt. Und er hat eine tolle Fackel. Mit den Fackeln können wir die Gegner instant töten. Gibt dann später auch noch so kleine Äxte. Verstecken können wir uns theoretisch unter dem Bett auch. Aber das brauchen wir jetzt noch nicht. War da noch irgendwas zum Aufheben? Oh ja, Munition. Ups. Und wieder eine Falle. Theoretisch könnte man auch die Zombies reinlaufen lassen, aber dann bekommen wir halt keine Teile für den Bogen. Ich glaube, der hier lebt noch. Oder auch nicht. Hier ist ein Stück von einer Karte. Die Karte, die hat man dann auch später. Kann man sich anschauen. Aber keine Ahnung, ob es einen Sinn hat. Vielleicht, wenn man alle Teile gefunden hat, kriegt man vielleicht irgendwas. Könnte ich mir vorstellen. Oh, so viel Gehirnflüssigkeit, ey. Das war die Fackel. Und der Zombie hat uns ein bisschen Gehirnflüssigkeit gedroppt. Hier haben wir wieder einen schönen Schlüssel. Okay. Wir müssten so ziemlich das ganze Haus gelootet haben. Können wir auch durch die vordere Tür wieder raus? Jo. Ups, hallo. Ah, das war kaum laut. Das war kaum laut. Aber der hat's nicht gehört, sehr schön. Ah, er hat uns gesehen. Oh, er liegt am Boden, jetzt können wir ihn auch verbrennen. Und wir haben gleich die Heuballen hier mit angezündet.
Einfach weil es Spaß macht. Ja, man sieht es, jetzt hat man schon wieder mehr Munition. Also, da kann man auf jeden Fall gut was mit schaffen. Noch mehr Fallen. Sollte man nicht unbedingt reinlaufen. Und noch eine Spritze, aber die braucht man anscheinend gerade nicht. Die heben wir uns dann ein wenig für später auf. Naja, genau, Bärenfallen gibt es auch noch. Upsala, ich wollte es eigentlich da reinwerfen. Ja, komm, komm. Yes. Haben wir es noch gerettet. Andere Zombie wieder draußen. Um den kümmern wir uns gleich. Oh, 700. Für den Anfang nicht schlecht. Wir sollten uns, wenn möglich, nicht sehen lassen. Sehr schön, sehr schön. Und wieder ein paar Bären fallen. Die werde ich noch schnell entschärfen für die Teile dann. Also die Armbrust, das ist echt das Wichtigste, was man im Spiel bekommen kann. Also wer die übersieht, der hat schon eine relativ schwere Zeit. Der wird dann wahrscheinlich durch ein paar Stellen durchschleichen müssen, ohne irgendjemanden zu töten. Kann ich irgendwas zerschießen? Nee. Gut, schaut so aus, als hätten wir hier in dem Bereich zumindest alles. Na ja, du alter Maul, auf weiter. Wederlaufen. Ah, hier ist noch was drin. Jo, genau. Noch Gehirnflüssigkeit. Also ich meine, Leute, das ist echt kein grünes Gel, also hallo. Gehirnflüssigkeit, ey, tausendmal besser. So, hier drin müsste man dann auch alles gehabt haben. Schauen wir noch mal schnell hier raus. Aber das dürfte sich hier auch nichts mehr rumtreiben. Außer eine Falle. Oh mein Gott, die hätte ich fast übersehen. Also in die bin ich beim letzten Mal reingerannt, ey. 100 pro. Ah, habe ich mir doch gedacht. Ach, kommt, hört auf. Ich will doch nur in Ruhe verbrennen. Ja, der Schuss in die Eier war nötig. War mir nicht mehr ganz sicher mit den zwei Typen, ob die noch am Leben waren oder nicht, aber anscheinend schon.
Ja. Haha, da hängt einer. Was haben wir denn hier? Noch mehr Munition. Ah, da ist das Mental Hospital drauf. Und noch eine Spritze. Können wir eigentlich die hier gleich verwenden, oder? Jo, locker easy. Hausch dir nahe. Oh, das sind Zombies. Hey, wie konnten die den hängen? Oder haben sie den gehängt, bevor sie Zombies geworden sind? Ah, ziemlich verstörend. Ah, lass uns besser keine Aufmerksamkeit erregen. Good God. That's right. Just keep doing what you're doing. Ja. Ja, ich glaube kaum, dass wir an dem da vorbeikommen, ohne gesehen zu werden. Ja, das war klar, das ist natürlich gescriptet in dem Moment. Ja, wenn du auch mal länger als 30 Sekunden sprinten könntest, würdest du hier vielleicht auch rauskommen. Die Moves. Wow. So ist ihn anscheinend auch egal. Also gegessen hätte ich jetzt schon gern was, aber ins Wasser, da gehe ich jetzt nicht neu. Gut. Kapitel 2 geschafft. Als nächstes natürlich an der Reihe Kapitel 3. Wer hätte es gedacht? Die Klauen der Horde ist der Name. Und ja, wir machen gleich noch weiter. Ich habe noch wenig Aufnahmezeit übrig. Das ist ja eh alles total zusammenhängend. Was habe ich getan? So, die Klauen der Horde. Und ein zufälliger Blitz im Hintergrund. Haben wir schon wieder zwei Spritzen? Na, hauen wir uns eine neue. Wir werden noch abhängig von den Dingern, ich sag's euch. Ich kann den Vogel sogar verbrennen.
Ja, der ist aus Stein. Ja, wir haben volle Streichhölzer. Naja, 7 reicht eigentlich auch aus für den Anfang. Das ist mehr als genug. Normalerweise müsst ihr doch eine Flüssigkeit droppen. Naja. So, jetzt sind wir wieder in einem bisschen größeren Areal. Immer diese Fenster erschrecken mich irgendwann noch zu Tode. Na, was, kann ich dich nicht zerschlagen? Schade, schade. Ah, da war eine Axt gesteckt, ich hab's doch gesehen. Wow. Nein, der andere hat mich gesehen. Aber er wartet noch, Dankeschön. Dankeschön. Hat er mich wieder vergessen? Ah, ne, er hat was gefunden. Wow. Beim Rennen in die Beine schießen, haut sie um. Das können sie gar nicht ab. Ah, was war da? Ah, eine Flasche. Wenn ich hier schon die Musik höre, dann gehe ich lieber da lang. Und hier haben wir eine Axt. Ups, die Leichen ist auch auf die Axt ist auch auf Leichen anwendbar. Das habe ich gar nicht gewusst. Na, jetzt ist meine arme Axt weg. Gut, gehen wir weiter. Wir haben so viel Gehirnflüssigkeit, das ist echt geil. Das ist richtig geil. Oh. Noch eine Falle hier. Jo, halte die Nadel im roten, blauen Bereich an. Und du schaffst's. Schaffst du es nicht, explodiert das Ding vor deiner Nase. Und du nimmst verdammt viel Damage. Verdammt viel vermeine ich richtig verdammt viel. Also richtig viel. Gott, in die Scheune oder was auch immer das hier ist, können wir nicht rein. Und hier ist auch nichts mehr. Und gehen wir mal nach oben. Warum würde jemand in einem alten Bauernhaus Fallen aufstellen? Ohne Witz. Oh, irgendwann laufe ich selber rein, lustig. Streichhölzer. Oh. Der Doktor. Der Doktor. Oh,
war vorhin noch irgendwas. Genau, hier können wir mal raus. An die frische Luft. Who's there? No, don't shoot. Was doch der Doktor. Them. I'm a doctor. Marcelo Jimenez. You were in the ambulance before it crashed, right? Yes, we're lucky to be alive. In der Tat. Have you seen anyone else? My patient Leslie. I saw him running up ahead, but... But? Come this way. Quietly, mind you. Nee. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Yourself. Those things chased me all the way into the village. Me too. They're all over the place. Leslie went through that gate. Ja, wenigstens offen. Good Lord. Vergesst, was ich gesagt habe. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. If you say so. Ja, ich bratze alle über den Haufen, ja, da hast du wahrscheinlich recht. There is a crank on the terrace. You'll need to operate it if I'm to pass through. Das habe ich gerade eben gemacht. Bitch, please. Da ist er! Das haben wir auch erledigt. Und was soll das jetzt genau bringen? That old guy is gonna get himself killed. Ja. Ich höre doch hier die bösen Leute schon wieder. Nein, du kommst nicht hier lang. Komm, dreh um, dreh um. Noch ein anderer, ja. Und er hat eine Schrotze. Au. WTF, Junge. Ja, der hat mir... Der hat mich einfach über den Haufen geschossen. Der ist krass, Leute. Ja, normalerweise lassen sich die Masken mit einem Schuss zerschießen, auf einmal kommt er daher. Ah, da braucht man eh sowieso nicht. Na, verstecken kann ich mich mal. Der Typ ist auch noch da. Nein, ich liege nicht unter dem Bett. Stacheldraht tut bestimmt überhaupt nicht weh. Gut ist, jetzt haben wir eine Fackel. Hauen wir dem anderen gleich in die Fresse. Kommt erst ein bisschen Gehirnflüssigkeit. Nein, ich wollte mich jetzt ehrlich gesagt nicht verstecken.
unten ist eine Falle. Jetzt ist es noch einfach. Aber dann später, wenn ihr nur so einen kleinen 1 mm Strich habt, los, hau, hau, hau. Yes. Das haben wir gut geregelt, würde ich sagen. Das haben wir richtig gut geregelt. Oh, 500. Immer wieder schön. So, hier oben war jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Autsch. Ja, ruhe dich aus, jo. Und eine Granate. Eine alte Stielhandgranate. Niemand weiß, wie sie in Privatbesitz gelangen konnte. Na, das ist auch schön. Und da haben wir wieder unser Krankenhaus. Und ein Kartenstück. Du alter Perversling. Wieder eingesperrt. Ach nee, ist offen. Ja, ist ja ein ziemlich sicheres Krankenhaus hier. Noch mehr Leichen. Moment mal, ist es da, wo ich vorhin war? Ich habe mir die Zeitungen noch nie so genau angeschaut, aber das ist ziemlich gut möglich. Also ich glaube, ich weiß, was mit ihm passiert ist. Where are you taking me? You don't talk much. Nee, nicht wirklich. Genau, hier können wir die Schlüssel benutzen. Detective Castellanos. Ja, so lautet mein Name. Nee, ich glaube, die, wo ich gefunden habe, waren größer. Gut, wir machen mal auf. Ja, Schrotflintenmunition. Die Schrotflinte findet man erst später. Ja, natürlich. Die habe ich auch aufgemacht. 5000, das ist für den Anfang. Richtig geil, richtig geil. Ja genau, vielleicht bringt es etwas, wie das zusammensetzen. Die Frage ist nur, was es bringt. Na. Das erste haben wir auf jeden Fall schon mal verpasst.
Aber ich mache hier noch mal einen kurzen Schnitt und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part hier auf Airplay bei The Evil Within.